Und damit willkommen zurück zu Hours of Darkness, dem Far Cry 5 DLC. Wir sind immer noch in Vietnam mit dem meckernden Joker und Moment, ich kriege gerade einen Funkspruch rein. Sekunde. Ja? Ja, Herr Williams? Ja, Sie wollten noch was sagen? Ja, natürlich. Sagen Sie es doch eben. Good morning, Vietnam! Ja, der Robin, er kann es einfach nicht lassen. Er muss denn doch immer noch seinen Senf dazugeben. Aber das ist ja okay. Das motiviert mich auch jedes Mal, wenn der Vogel hier ein bisschen am Rumschreien ist. So, jetzt kann ich auch wieder hier vernünftig denken und mir das Ganze hier vernünftig angucken. Da hinten haben wir noch die Banteng Farm. Und ich glaube, da dackeln wir jetzt auch noch hin, weil dann haben wir hier, glaube ich zumindest, alles abgegrast. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass hier in dem Gebiet irgendwie großartig was ist. Also, gehen wir wirklich da hinten jetzt noch hin oder... Ach, wisst ihr was? Ich glaube, das lasse ich aus. Ich gehe direkt zum Propagandalautsprecher, weil sonst gehen wir jetzt erst 500 Meter in die eine Richtung und müssten dann nochmal hier, ja, gute 800 Meter wieder zurückrennen. Und auf dem Weg hätten wir dann ja auch nicht wirklich was, was wir da noch finden können, außer ein paar Patrouillen. Einfach geil. Ich find's nach wie vor nice hier mit der Lichtstimmung und so. Ich kann das Zeug in der Luft schmecken. Richtig krass. Hier ist Napalm durchgeknallt. Krasse Sache. Heftig. Irgendwie scheint das auch was mit mir zu machen. Vielleicht war es einfach ein bisschen warm. Man weiß es nicht. Irgendwas höre ich da hinten. Warte. Aber ich sehe noch nichts. Also schleichen wir uns erstmal hier weiter über die Hügel. So. Camp im Geisterdorf. Das schauen wir uns doch mal direkt an. Okay. Na, wir scheinen noch ein bisschen zu weit entfernt zu sein. Malaria. Sie ist immer noch nicht ganz ausgeheilt. So. Begib dich zu der Position. Zu welcher Position? Zu der Position. Okay, hier scheint jede Menge los zu sein. Gefangenenlager, Propagandalautsprecher und ein richtig fettes Camp. Eieiei, da werden wir auf jeden Fall aufpassen müssen. Ich glaube, das wird nicht ganz einfach. Ich versuche mal erstmal... So, sehr gut, den haben wir. Und, Joker, geh du mal hier hin. Der Joker, der ist zwar sehr, sehr hilfreich und der ist eigentlich auch ein bisschen imbar, weil der gefühlt alles weg-one-shottet, aber der geht halt auch immer gleich in die Vollen und verrät ein. Oh, die alte Labertussi. Amerikaner! Bra 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 bra. Bla bla bla. Wo ist denn der Lautsprecher in dem Haus? Gut. Gib jetzt auf. Ja. Mach ich. Ja. Bla bla bli. Oh. Nein. Nein, das war's. Okay. Wir haben ein Problem. Gut, Joker. Dein Auftritt. Alter Scheiße, ich glaub, das wird das erste Mal verrecken werden. Eventuell. Über uns ist auch noch wer. Nein, 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 das war's. Ach, ich glaube, ich gebe auf. Das war von vorne bis hinten Kacke gewesen. Alter.
Der Sniper da hinten, der ist richtig scheiße. So, okay. Gut. Das war der Sniper. Okay. Oh Mann. Und dann noch dieses Gelaber, Alter. Dies ist der Klang des Todes. Lad nach, Alter. Oh, Alter, was geht hier ab? So, ich muss erstmal hier hoch und was gegen den Alarm tun. Lebt Joker noch? Okay, Joker geht noch ab. Irgendjemand von euch wollte doch, dass ich ein bisschen Rambo-Action mache. Da habt ihr Rambo-Action. Oh, 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 oh. Der lebt ja noch. Oh, geschafft. Meine Fresse. Gut. Irgendwie ist das nochmal gut gegangen, aber das habe ich ja am Anfang mega verkackt. Um Gottes Willen. Echo Python 2-5. Feindlager ausgeschaltet. Sekte reichen Jungs vor ihre Pflicht. Oh. Genießen das Leben. Jagen den Frauen nach. Jetzt reicht's. Aber du bist hier. Geh nach Hause. Lebe in Frieden. Es reicht. Ich muss der Alten unbedingt das Maul stopfen. Hör gut zu. So. Ein Brief an Moses. Hi Baby, ich habe schon lange nicht mehr geschrieben. Ohne dich geht hier alles drunter und drüber. Ist das nicht ein tolles Bild von den Kindern? Sie sind so groß geworden und vermissen ihren Papa wirklich sehr. Und ich vermisse meinen Ehemann. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung bei dir. Pass auf dich auf, Baby. Und sag diesen Idioten, sie sollen dich nicht Moses nennen. XO, XO, X, Dab. Und schon geht es weiter. Ah, nein, da will ich noch nicht rein. Befreie Moses, guck mal, den kriegen wir hier schon. Willst du deine Freunde wiedersehen? Hör auf, den Helden zu spielen und ergib dich. Das ist Moses, warte mal. Irgendwo hier... Hey, GI, wir wissen, dass du uns hören kannst. Du bist Python 2. Oh, Ruhe. Ho, 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 ho. Ey, was für eine Labertussi. Wenn ich die in die Finger kriege, dann ist Achterbahn, aber hoch 10. So. Hey, Moses. Oh, Mann, was für eine Überraschung. Schön, dich zu sehen, Moses. Komm schon, bringen wir dich hier raus. Firebase Echo Python 2-5. Private First Class Moses Walker ist bei mir. Er ist frei. Ich wollte nur, dass ihr Bescheid wisst. Das ist gut zu wissen, Soldat. Wir sehen Sie dann am Abholpunkt. Alles klar. So. Private Walkers Rettung abgeschlossen. Sehr schön. Damit sind wir schon wieder fast vollständig. Aber damit dürfte das Spiel ja jetzt noch einfacher werden, wenn wir ihn jetzt auch noch hier am Start haben. So. Irgendwie habe ich überhaupt keine richtige Map-Aufdeckung mehr. Bunker östlich des Flusses, da können wir gleich nochmal hin. Aber... Ja, Bliblu, hier war doch auch noch ein Eingang in den Untergrund. Da schauen wir nochmal eben. Vielleicht ist es auch für einen Arsch, aber vielleicht ist das hier ja sogar schon der Eingang zu dem Bunker da hinten. Schauen wir uns einfach mal um. Hier scheint es wieder rauszugehen. Ja, nee. Ich glaube, das ist einfach nur so. Ja. Hier gibt es nichts zu sehen. So, dann gehen wir jetzt aber mal noch zu dem Bunker. Die Zeit muss sein. Das sind zwar 500 Meter, aber Schitikudrup. Das kriegen wir ja wohl hin. Oh, aber das geht einmal quer durchs Napalmfeld, oder wie sehe ich das? Kann man hier überhaupt durch? Bestimmt nicht, oder? Wir haben da draußen also einen Panther. Das ist
Ja, sollen wir es versuchen? Komm, wir rennen einfach mal durch, in der Hoffnung, dass es klappt. Ah, gut ist das, glaube ich, nicht. Krasse Sache. Wir haben Gesellschaft? Wo? Los. Einfach weiterlaufen. Ja, man scheint da durchzukommen, ohne wirklich Energie zu verlieren. Vielleicht im Überlebensmodus ist das anders. Aber außer, dass jetzt hier so ein bisschen Optikprobleme und ein bisschen Hust-Hust waren, habe ich jetzt nichts bemerkt. Also von daher kann man da mal durch den Napalmgraben durchrennen. So. Okay, irgendwas wurde markiert. Das ist aber am Arsch der Welt. Okay. Guck mal, da wird man auch immer schon automatisch ruhiger. Wenn man dann doch da nah dran kommt. Das ist für mich immer ein Zeichen, dass das Spiel alles richtig macht, wenn ich hier im Real Life quasi drauf reagiere. Ist das hier zufälligerweise ein Zugang schon? Nee, aber hier kriegen wir nochmal lecker Ausrüstung. Warte mal. Hier scheint irgendwo einer in der Nähe zu sein. Oh, was war das? Oh Gott. Aber die haben uns doch noch nicht gesehen. Unmöglich. Oder haben die auf gut Glück auf das Haus da gefeuert? Mit dem Mörser. Alter. Das war jetzt aber ein bisschen erschreckend. Da ist einer. Nur einer? Ne, da ist noch einer. So. Okay, sauber. Warte mal, nochmal eben hier zur Leiche gehen. In der Hoffnung, ein paar der Pfeile wieder abzusahen. Ach, hier wäre auch schon wieder ein Bienennest gewesen, aber für zwei Leute lohnt sich das ja fast gar nicht. So. Dann schauen wir uns doch mal diesen Bunker hier an. Und auch in dieser Ausgabe muss ich es mal wieder sagen an alle Leute, die sagen so, das ist ja viel zu kurz, der DLC, und ich will da mindestens 50 Stunden Spielzeit. Also Punkt A, bei einem DLC, der ja nun auch nicht ganz so viel kostet, kann man ja nun auch nicht unendlich viel Spielzeit erwarten. Punkt B ist, dass man ja hier jetzt schon bei meinem Let's Play sieht, dass man sich durchaus lange hier aufhalten kann. Und ich finde jetzt auch nicht, dass ich hier ständig dieselben Aufgaben erledige. Also es ist schon, ne, Bunker und dann hier Befreiung da, aber es wiederholt sich ja nicht hintereinander. Also es ist schon durchaus abwechslungsreich. Bericht des Kommandeurs. Die Installation der Patriotismus-Lautsprecher wurde, ich glaube, das ist immer dasselbe, oder? Damit wird mir einfach nur einer der Lautsprecher dann freigeschaltet, beziehungsweise auf der Karte markiert. Okay, da ist er. Wo ist denn der andere? Habe ich beide dabei? Warte mal, wo kann ich das noch sehen? Gerettet, gerettet. Ich passe auf dich auf, Bruder. Okay, beide sind da. Hier ist einer. Ruhe. So. Okay. Die sind ein bisschen. Gut, das ist alles noch cool. Alles klar. So, die Pfeile kriegen wir auch alle schick zurück. Alter Schwede! Wer sagt hier aufpassen? Ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Cool bleiben, Kollege. So, nee, die möchte ich nicht nehmen. Aber guck mal, ich habe schon alles voll. Nice.
Zack, 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 zack. So. Was haben wir hier noch? Das ist alles voll Schrotflinte. Nee, ich finde die Zusammenstellung, die ich hier momentan habe, die gefällt mir eigentlich ganz gut mit dem Ding hier und dem Bogen. Das hat schon alles irgendwie Hand und Fuß. Ich glaube, das war's auch schon mit dem Bunker, wa? Hallöchen. Ach, guck mal, tatsächlich sind wir hier wieder rausgekommen. Ist ja geil. Naja. Gut. Alle Überlebensinstinkte sind voll. Und hat sich auf der Karte irgendwas getan? Wurde uns da was markiert? Nicht wirklich, wa? Dann würde ich's... Doch, da ist ein Feuerzeug. Na komm, das holen wir uns jetzt noch. Die Zeit muss sein. Na, mal gucken. Scheiße. Also ich weiß nicht genau, ob ich das Ding hier zu 100% abschließen werde. Ich werde auf jeden Fall versuchen, so viel wie irgendwie möglich mitzunehmen. Und wenn man schon in der Nähe von so einem Feuerzeug ist, dann kann man da auch nochmal eben ran. Also ich weiß jetzt nicht unbedingt, wenn jetzt am Ende ein Feuerzeug oder zwei fehlen und ganz am Anfang der Map dann noch irgendwie ein Gebiet nicht aufgedeckt ist, dann werde ich wahrscheinlich nicht den ganzen Weg nochmal zurückrennen. Aber sowas wie das hier, das ist ja direkt um die Ecke und das nehme ich dann auf jeden Fall auch mit. Aber das scheint mitten im Napalmgraben zu sein. Aber okay. Wir haben ja von festgestellt, es macht uns nicht ganz so viel. Warte mal. Ich dachte, die Insekten in Florida wären schlimm. Da ist der Fallschirm. Und da ist der Pilot. So. Da haben wir's. Wir haben echt einen Schutzengel. Und schnell raus aus dem Graben. So, dann gucken wir nochmal eben auf die Map, wie weit wir jetzt ungefähr sind. Also wie man sehen kann, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte der Map. Also ganz knapp an der Grenze zur Hälfte. Ich würde sagen, hier dieser Fluss ist die Hälfte der Map. Und wir haben doch schon einiges erlebt. Was mich noch interessieren würde, ob dieses graue Gebiet hier, ob das einfach nur ein Hügel ist, den man gar nicht überwinden kann. Also so eine Art Levelgrenze oder ob man hier auch noch durch kann und ob hier auch noch Sachen sind, weil irgendwie sieht das nicht wirklich so aus, als ob da irgendwas Spannendes wäre. Also es sieht alles nach Wald aus. Hier kann man ja zum Teil schon sehen, also hier ist ein Dorf und sowas, dass da halt was ist. Weiß ich nicht, ob ich da irgendwas übersehen habe. Naja, wie dem auch sei... Das soll es mal wieder für diese Ausgabe hier gewesen sein. Also, wenn es gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen und auch gerne ein bisschen Liebe in die Kommentare schreiben. Auch, wie ihr das Ganze angegangen seid, das interessiert mich immer sehr. Schreibt mir das einfach in die Kommentare. Ihr beide seid bitte ruhig. So, ja, und ansonsten gilt wie immer, Däumchen da lassen, wenn es gefallen hat. Und wenn ihr in der Zukunft noch mehr mit Hours of Darkness versorgt, da verschlucke ich wieder den ganzen Satz. Wenn ihr auch in Zukunft mit Hours of Darkness und Far Cry Content versorgt sein wollt, dann abonniert einfach diesen YouTube-Kanal und mir bleibt jetzt am Ende nicht mehr zu sagen, außer Klappe zu und reingehauen.